Als Martina Hingis am 31. März 1997 Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste übernahm, schrieb Schweizerin Geschichte, mit nur 16 Jahren war sie bisher jüngste Spielerin auf dem Tennisthron. Sie verdrängte Steffi Graf, ihren Stammplatz mal für immer räumen muss, nachdem zuvor Arond, Xa Sanchez Vicario und Monika Seles ihre Herrschaft schon zeitweilig unterbrochen hatten. Hingis hingegen sollte nun das Damen-Tennis mehrere Jahre bestimmen und jene Hoffnungen bestätigen, ihr Talent schon früh geweckt hatte, Juniorentitel bei den French Open mit 12, Doppeltriumph in Wimbledon mit 15 und schließlich eine Siegesserie vom Sommer 1996 an, im Aufstieg zu ihren Höhepunkt fand. Den letzten Schritt machte Hingis, nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg im Einzel bei den Australian Open, dann in den USA, in Key Biscayne fertigte sie im Finale Monika Seles in 44 Minuten ab. Bis heute stand nie eine jüngere Spielerin an der Spitze des Rankings.